Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von, naja, na, Pokémon Let's Go Evoli in der Nuzlocke Edition, sofern man sie als Nuzlocke betiteln darf. Und was ist hier die Voraussetzung für Misty? Howdy, zukünftiger Champ, wie geht's, wie steht's? Kennst du Misty, die Arena-Leitung von Natsuga City? Na klar doch, sie ist ziemlich stark. Deshalb darf ich leider nur Trainer mit einem Pokémon reinlassen, das mindestens Level 15 erreicht hat. Nur zu deiner eigenen Sicherheit. Wenn du gegen die Arena-Leiterin antreten willst, musst du mir ein Pokémon zeigen, das mindestens Level 15 erreicht hat. Ja, klar. Hier. King. Ich wusste es, du hast schon so ausgesehen, als hättest du ein Pokémon vorzuweisen, das mindestens Level 15 erreicht hat. Dann hätte ich nichts mehr davon ab, dein Können in der Arena von Azuria City auf die Probe zu stellen. Gib alles. Klar. Ich werde einfach die Vortrainer besiegen, mal mit Pikachu. Jetzt kommt mein spritziger Auftritt. Mein Pokémon und ich werden dich bis auf die Kreten nass machen. Das will ich mal sehen, meine Freunde. Und dann machen wir noch die Nackebrücke und vielleicht noch kommen wir zu Bill. Lily fordert dich heraus. Siehst ja mal, dass sie die Namen tragen von den Schwestern von Misty, aber ich weiß es gerade nicht. Wäre mir jetzt nicht aufgefallen. No. Was zum... Ein Goldini macht so viel Damage, dein ultra-kranker Ernst. Und wir machen knapp... Ja gut, wir sind auf Level 13. Jetzt noch bitte Paralyse. Ja, wundervoll, wieder gecallt, Mann. Dieses Pikachu, Mann. Ich liebe es. So, komm. Vielen Dank und tschüss. Dann Beutel. Nee. Medizintasche. Hier Trank nochmal. Nee. Für einen sollte es noch reichen. So. Du willst gegen mich kämpfen? Dann pass lieber auf. Ich bin nämlich eine Dame, die mit allen Wassern gewaschen ist. Ja, ich hoffe doch. Sonst wäre es ja unschön. Violet. Also da, so, das ist mal eine Violet. Ihre Schwester war, ist mir nicht bekannt. Sorry. Donner-Eisplitter. Aber wie viel Damage das macht. Komm auch nochmal Eisplitter, ne? Oh oh. Oh, Crit. Nicht? Hat er noch sonst mehr gemacht? Okay. Obwohl, eine Hyrule. Eine Hyrule. Energiefokus, nein, danke. Das ist schon heftig, die da aufmarschieren lassen. Eigentlich sollte ich mal Tränke kaufen. Eigentlich. Ja gut, mache ich gleich noch. Im letzten Part haben wir übrigens den Felstunnel, ja, geklärt. Hatten einigermaßen einfachen Fight gegen Jesse und James noch, wegen Smogon und Rettern, aber natürlich wird später auch Smogmog und Arbok den Ring betreten und dann sieht das schon anders aus, muss ich einfach ganz ehrlich sagen, weil wir momentan noch nichts gegen Psycho-Monster haben, gegen Gift-Monster haben, gegen Gift-Pokémon. Deswegen ein bisschen kacke. Ich will etwas kaufen und am besten würde ich mal, nee, ich möchte zuerst verkaufen. Und zwar am besten Perle, dann das Nugget, dann die vier Beleber. Dann haben wir eigentlich nichts mehr. So, was kaufen wir jetzt?
Wir haben nur Tränke, die wir kaufen können. Immer noch. Ja, ich kaufe nur 10, mehr nicht. Bringt sonst im eingehenden Sinne nichts. So, jetzt haben wir noch einen anderen Fight, den wir austragen müssen. Und zwar der Fight gegen den guten Rivalen von uns. Und zwar Gary. Na? Hier drin gibt es, glaube ich, auch noch einen Sonderbonbon. Natürlich, in einem Haus gibt es noch dieser Samen abzugreifen, falls ihr das nicht wusstet. Sofern ihr natürlich genügend gesehen habt, glaube ich. Nur hier ist das Item natürlich sehbar. Normalerweise ist in den Original Editions nur eine leere Wiese da, wo man dann das dann noch erdrücken muss und ersuchen muss, bevor man es einsacken kann. Was ist denn jetzt los? Prachtfeder. Okay. Interessant, Pikachu. So, ah. Das Pokémon hat muss mich beruhigen. Okay, direkt muss mich beruhigen und dann jo, mein Bruder, Mann, kannst dich doch beruhigen und dann reden und dann kämpfen. Dein Taubsi lebt nicht lange. Naja, man soll wahrscheinlich auch zuerst die Nackebrücke machen, bevor man in die Arena geht, aber ihr kennt mich. Ich bin gerne verrückt. Aber dass ein Eisbär an Pikachu so einen Schaden reindrückt. Ja, moin. So, das war's mit Taubsi. Leviathan erreicht Level 10. Mirapla. Wir sollten eigentlich auf Folge geschaltet haben, warum auch immer das jetzt nicht mehr der Fall ist. Jetzt muss ich das kurz schnell aussetzen, dann können wir hier auf King rüber wechseln. Weil dagegen hat das Ding nichts. Es wollte mich vergiften, ne? Dann gibst du erstmal eine Kopfnuss in your face. Salva ist nicht sehr effektiv. Das Ding hier ist neutral effektiv. Kann ich zwar nicht vergiften, aber... Na gut, nee. Reicht nirgends hin. Ich bräuchte Gift-Hieb. Und ich weiß, dass ich Gift-Hieb bald bekomme. Ich brauche nur Surfer. Mhm. Interessant. Mal Kopfnuss. Hat der jetzt nicht gemacht, wa? Komm, ich möchte doch noch heute die Nackebrücke killen. Dann kann ich sowas nicht gebrauchen, ja. So, Level 16. Bis Level 19 muss ich das Ding mal rausnehmen aus dem Team. Laxes erreicht Level 19, gehen wir runter. Pikachu, ich muss drinnen lassen. Dann kann ich nochmal mit Kopfnuss angreifen. Ah, ein Donnerschock solltest du überleben. No. Ja, moin. Muss der auf diese Taktik gehen? Muss er das machen? Dein Ernst? Zum Glück treffe ich. Wäre sonst ein bisschen kritisch geworden. So. Ach ja, das habe ich ganz nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und ich habe auch den Mondstein, um es direkt zu Nidoking zu machen. Aber egal, in welcher Form ich es habe, es kann nichts, aber auch gar nichts gegen
wie heißt es, gegen Starmie tun. Das Horn dieses Pokémon sondert im Kampf ein sehr starkes Gift ab, wenn es den Gegner trifft. So, so. Gabapunta entwickelt sich auch gerade. Immerhin. So mag ich doch das. Gewisse Knospen wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Die Knospe auf seinem Rücken wächst, indem sie Nährstoff absorbiert. Kurz vor der Blüte sondert sie einen Duft ab. Ja, so muss das. Keuch, oh Mann, also wirklich, tut mir leid, dass ich so ausgeflippt bin. Eigentlich habe ich ja Nerven aus Stahl, aber da hinten wohnt ein sehr bekannter Pokémaniac. Ich habe mir gedacht, ich schaue mal bei ihm vorbei. Er hat bestimmt ein paar seltene Pokémon, die ich noch nicht gesehen habe. Aber als ich dort angekommen bin, und jetzt halte ich bitte fest, da war Bill, der Pokémon-Jäger, gar nicht da. Stattdessen stand ich plötzlich vor einem Pokémon, das wie ein Mensch gesprochen hat. Uff, wenn ich nur daran denke, läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Halt dich am besten von seinem Haus fern, sage ich. Zumindest werde einen großen Bogen darum machen. Ich nicht. Ich werde da mitten reinmarschieren. Ach, wie geil. Ich könnte jetzt sofort ein Nidoking machen, aber ich werde mal gucken, ob noch ein, ob sonst noch was drin ist. So. Ich werde jetzt zunächst mal einen Beutel aktivieren, weil... No. Ich muss das Ding mal heilen. Jetzt wird mal Pikachu ein bisschen trainiert. Vielleicht mache ich bis zur nächsten Aufnahme mal so Carpador Level 20 und so, weil das darf ich ja, ich darf vor trainieren. Ich darf es dann nur nicht einsetzen in der Arena. Aber wir holen uns, glaube ich, noch Glumanda ab. Ja. Aber warum Level 9? Das macht so überhaupt keinen Sinn. Natürlich, ne? Paralyzed. Dann gehen wir halt im nächsten Part zum Pokémaniac und dann gehen wir, ne? Wobei, Tucker, du kannst es doch jetzt was machen. Das allererste Mal. Weil du hast einen Step-Kopfnuss, du hast einen Step-Schnabel, du hast alles. Ja, moin. Schnabel bitte einmal. So ist es. Richtig. Sprigan erreicht Level 11. Und Moment, die dann hier nicht wechseln. Ja. Vielen Dank. Ah, so macht doch Freude. Laura. Anton. Interessant gegen den Pikachu. Was um einiges höher sein wird als ihres. Okay. Vier Level. Anton gibt es hier oben auch, das weiß ich. Hoho. Direkt paralyzed. Und es kann nichts machen, das heißt. Geh mit Doppelkick liegen. So. Anton ging down. Drei Bälle wieder. So läuft es. Dann haben wir hier noch einen. Ich bin die Nummer 3. Mich tust du nicht so leicht besiegen. Lern erstmal Deutsch, Kollege. Es ist sogar so Fremdscham, dass ich nicht mal selbst richtig Deutsch sprechen kann bei dir. Knips. Was? Wie? Wieder? Oder was? Los, Laxis. Oh Gott, nee. Dann würde ich mal sagen, Gabapunta. Das sollte Easy Going kein Problem darstellen. Da ist neutral effektiv, aber es sollte eigentlich gut tanken.
Giftstachel interessiert mich nicht die Bohne. Und kann jetzt sogar mit Rankenhieb zurückschlagen. Bomb. Interessant. Bringt dir noch nicht viel. Bomb. So. Das war's. Ich habe alles bereit und nichts gegeben. Andersrum. Ich bin die Nummer 4. Na, wie bist du so langsam müde? Nö. Ich ziehe alles an einem Strang durch. Elena. Meine Freundin kämpft gegen mich, ist klar. Elena. Dann viel Spaß. Du bist sicher schneller als ich, obwohl ich 4 Level drüber bin. Ja klar, Mogli. Dann würde ich mal sagen, Doppelkick. Bis zum bitteren Ende, okay. Dann habe ich noch den Ruckzuck-Hieb am Start. So läuft es bei uns. Müde werde ich noch lange nicht davon. Ich bin die Nummer 5, ich mache dich platt. Und daher war das nicht so, dass da vorne der 5. war? Ich weiß es gar nicht. Matteo. Vulcano. Oh ja, moin. Ich krieg zu viel. Kann ich den so besiegen? Mit einem Donnerschock. Ja, moin. Wird jetzt Para. Wäre cool. Nein, zuerst im... Das allererste Mal nicht auf Ansage, ne? So, King. Ich muss King ins Spiel holen. Alles andere funktioniert nicht. Glut. Ja, moin. Am besten noch Burn und dann bin ich ganz im Arsch. Aber nein. Ein Kopfnuss regelt. Aber wenn ich jetzt schon so wenig Schaden mache mit Pikachu, wie soll das dann mit Level 19 aussehen? Gegen Level 19er Starmie. Ich muss das irgendwie dann einschläfern. Ich mache definitiv PP Level 19. Das Level 20, Taka Level 19 und dann schauen wir mal. Weil ich brauche Gesang, ich muss es einpennen lassen. Alles andere wäre dumm. Und vielleicht noch Glut. Warte mal, es hat Siedewasser. Ich weiß gar nicht, was es alles hat. Ja gut. Tränke. Es passt direkt rein, muss ich sagen, weil ich will sowieso gleich aufhören. Viertel nach in 4 Minuten. Jetzt kann ich noch gegen den antreten. Herzlichen Glückwunsch, du hast alle 5 Trainer besiegt. Hier, dieser großartige Preis ist für dich. Da ist ein Nugget von einem dubiosen Trainer. Du verstaust das Item im Beutel. Übrigens, und das bleibt unter uns, wirst du nicht Team Rocket beitreten und schwupp. Wir von Team Rocket benutzen Pokémon dazu, unsere Finds und Pläne zu verwirklichen. Bist du dabei? Du bist dabei, oder? Jetzt mach schon mit. Mach mit, habe ich gesagt. Seltsam, du siehst aus, als wolltest du dieses großartige Angebot ausschlagen. Tja, dann muss ich wohl ein wenig... mehr Überzeugungsarbeit leisten, wa? Ja, musst du. Ich bin so gar nicht überzeugt von Team Rocket. Rüpel von Team Rocket. Zubat. Aber jetzt guckt euch das an. Ich habe einen Donnerschock, ne? Ich habe kein Minuswesen. Hier. Guckt euch den Scheiß an. Es reicht nicht mal... Klar, Paralyse, aber es reicht nicht mal, Gottverdammt, um
einen scheiß Zubat zu besiegen, was sowieso nichts auf die Kette kriegt. Aber der Ruckzuck-Hieb reicht zum Glück. Wow. Dann noch Smogon. Da muss ich Felsenhard. Da muss ich dringend los. Definitiv. Und zwar auf King. Das ist das einzige Mon, was hier noch was reißen kann gerade. Selbst im Finale könnte es besser tanken als so ein dieser Knosp. Ja gut, jetzt auch nicht mehr, aber trotzdem. Mit so viel Schaden im Tuss. Kannst du einmal noch flinchen, bitte? Dann hätte ich weniger Angst auf Finale. Ja. So. Das war's, meine Freunde, für heute. Ich bedanke mich herzlich fürs Zugucken. Wir holen jetzt noch Glumanda ab und dann war's das. Vielen Dank auf jeden Fall. Falls ihr ein Pokémon sein wollt, schreibt es in die Kommentare. Zumindest, falls ich es fangen kann. Wir müssen natürlich gucken. Ich kann zum Beispiel Fukano nicht fangen. Kann höchstens einen Arcani haben. Aber müsste dazu hier mal 5 Mautis fangen. Aber mal schauen. Mit dem Können hättest du eine glänzende Karriere bei Team Rocket vor dir. Welch eine Verschwendung von Talent. Naja, kann man so nicht sehen. Ich kann einfach kein Pokémon trainieren. Es tut mir auch total leid, dass dieses Glumanda immer noch so schwach ist. Ich würde es gerne einem fähigen Trainer übergeben, der es richtig trainiert. Also ich habe 50 Pokémon gefangen. Du musst schon mindestens so viele fangen wie ich, sonst verdienst du meinen Glumanda nicht. Und wie viele habe ich gefangen? Und Momenti. Das sind in der Reihe 3, 4, 5, 6, 12, 18, 24, 30, 46, 48, scheiße. Wegen zwei Mons, ohne Moment, das können wir noch kurz machen. WTF. Ich glaube, die spinnen die Römer, ne? Oh, Shiggy. Dann müsste ich mir das nicht mehr catchen. Oh, ein riesiges Shiggy. Einfach fabelhaft. One shot, Mann. Und das gab sicher gerade Unmengen XP. 300. Ja, sauber. Donnerwelle. Ja, safe paralyzed. Rotenschlag weg. Das ist schon mal sehr gut. Wenn ich nämlich schneller bin als ein Starmie, kann ich da schon mehr reißen. Definitiv. King erreicht Level 17. Gamma Bond erreicht Level 17. Sprigan. Duplexieb. Nein, du bist nicht physisch ausgelegt. Du bist speziell ausgelegt, Mann. Taka, Leviathan. Und dann noch Shiggy. Es gab seine Wörter aus dem Wasser raus mit einem Wasserstrahl und bei Gefahr zieht es sich in sein Paar zurück. Ja, wissen wir. Momenti, da haben wir drei Pokémon. Blutzug, Anton. Na, fangen wir alles. Welches Pokémon möchte ich eigentlich von hier? Weil Glumanda ist ein geschenktes Pokémon. Mausi brauche ich nicht. Mausi würde ich höchstens 5-mal fangen, um... Na? Sprigan erreicht Level 13. Nice. Anton. So. Und direkt noch ein Mon. In winziger Format-Version. So, großartig. Das kann auch direkt rein. Nice.
Flugzeug wurde gefangen. Auch 200. Das ging jetzt ziemlich schnell vom Level her. Da haben wir Bonta Level 18 erreicht. Noch ein Level und dann sind sie auf der Level Cap Grenze. Und das war's, wie gesagt. Ich glaube, wir können jetzt Glumanda abholen. Hallo? Danke. So. Ich hab doch 50 verschiedene Pokémon, Mann. Ja gut, warte mal. Ach, verschiedene Pokémon. Ja, nee, das habe ich nicht. Ja gut, dann darf ich noch ein bisschen Pokémon fangen, Freunde, weil sonst wird das gar nichts. Aber 50 hätte ich jetzt. 6, 12, 18, 24, 30, 36. Nö, habe ich noch lange nicht, ich Depp. Ja, moin. Ich fange die bis zum nächsten Mal und dann holen wir uns zusammen Glumanda ab. Würde ich mal einfach so sagen. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tödelü.